Ja, servus Leute, auch nochmal hier zum letzten Spiel dieser Champions League Woche hier, und zwar zwischen Real Madrid und Galatasaray. Ja, die Frage, die wir uns stellen hier, ist natürlich: Kann Galatasaray überhaupt den Königlichen ein Bein stellen? Real Madrid hat sich nach einer für seine Verhältnisse schwankenden Hinrunde wieder gefangen und ist mittlerweile seit 10 Pflichtspielen ohne Niederlage geblieben. Hierbei wurden 8 Siege und 2 Remis erzielt. Darunter waren auch 2 für das Selbstbewusstsein wichtige Siege gegen den Erzrivalen FC Barcelona in der Copa del Rey und in der Primera Division. In der Copa del Rey konnte Real Madrid 3:1 gewinnen, in der Primera Division 2:1. In der Liga stehen die Königlichen momentan auf dem 2. Rang und haben 62 Zähler auf dem Konto. Bilanz hierbei: 19 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen. Trotz des Erfolges gegen Barca sind die Katalanen angesichts 13 Punkte Vorsprung nicht mehr einzuholen. Eher muss Real ein Auge auf den Stadtrivalen Atletico werfen, der nur einen Punkt hinter der von José Mourinho trainierten Truppe lauert. Die Generalprobe für das Duell mit Galatasaray am Wochenende lief nicht optimal. Bei Real Zaragoza reichte es nur zu einem 1:1 Remis durch den Treffer von Cristiano Ronaldo. In der Liga hat Real bislang kein einziges Heimspiel verloren. 12 Siege, 2 Unentschieden. Doch in der Champions League Gruppenphase tat man sich schwer. In dem Duell mit Borussia Dortmund, Manchester City und Ajax Amsterdam das Weiterkommen zu sichern. Am Ende reichte es dann doch deutlich zum 2. Platz. Im Achtelfinale bezwang man im Anschluss Manchester United mit 1:1 und 2:1. Auch ohne Torwart Iker Casillas, der nach seiner Verletzung weiterhin nicht im Kader steht, geht Real also als klarer Favorit in dieses Spiel. Galatasaray Istanbul liegt in der türkischen Liga im Moment mit 53 Punkten an der Tabellenspitze. 15 Siege, 8 Unentschieden und 4 Niederlagen und hat 4 Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger Fenerbahçe Istanbul. Die Generalprobe für das Aufeinandertreffen mit Real gewann die Mannschaft von Trainer Fatih Terim souverän mit 2:0 gegen Istanbul BB. Doch am Mittwochabend wartet ein ganz anderes Kaliber auf die Türken, zumal man auch noch auswärts antreten muss. Doch schon im Achtelfinale zeigte Galatasaray, dass sich im Winter mit Topstar Didier Drogba und Wesley Sneijder verstärkt hat, dass man ein unangenehmer Gegner sein kann. Nach dem 1:1 im Hinspiel gegen Schalke 04 erreichte man durch ein kämpferisches starken 3:2 Erfolg in der Fenders Arena die Runde der letzten 8 Mannschaften, wo man sich nun mit dem großen Real Madrid messen darf. Personell kann Terim bis auf den sich im Aufbau befindenden Ex-Bundesligaspieler Thomas Uifaluchi auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. So auch auf Goalgetter Burak Yilmaz, der eine überragende Torquote aufweist. In insgesamt 31 Partien in Liga und Königsklasse traf der Nationalspieler ganze 26 Mal und legte nebenbei auch noch 6 Treffer auf. Ein Klassewert, der zeigt, dass es ganz schwer wird, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Wenn man sich vor allem noch auf einen Didier Drogba hier vorne im Sturm konzentrieren soll. Ja, kommen wir hier zum Fazit dieses Spiels. Real ist zwar wieder in der Erfolgsspur, doch furiose Siege mit mehr als 2 Toren Unterschied sind nur ganz selten an der Tagesordnung. Dazu kommt, dass Galatasaray ein ganz unangenehmer Gegner ist, der immer für ein oder mehr Treffer gut ist und sich so eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel schaffen will. Daher halte ich einen Tipp auf Handicap 0:3 und auf Tipp Galatasaray für ratsam. Denn ich denke nicht, dass Real daheim mehr als 3 Tore machen kann. Die Quote ist natürlich hier ein bisschen mager mit 1,65, kann man allerdings natürlich dann schön kombinieren mit anderen Wetten und somit sich eine gute Quote schaffen. Ja, das war's dann auch hier von dieser Champions League Woche. Wenn euch die Berichte gefallen haben, lasst uns doch einfach ein Abo da, würden uns sehr freuen. Ja, dann war's das auch schon wieder. Wir sehen uns wieder zur Bundesliga Woche. Servus, Leute.